Willkommen. Willkommen bei We Are Football live auf Twitch. Nach, im Nachhinein dann auch auf YouTube. Ganz viele Streams und ganz viele Videos, die dabei entstehen. We Are Football, der neue Fußballmanager von der deutschen Entwicklerlegende Gerald Köhler, der damals die Anstoßreihe sich ausgedacht, mit seinem Team umgesetzt hat, dann gewechselt ist zu Electronic Arts und da die Fußballmanager-Reihe gemacht hat. Jahr um Jahr bis 2014 war, glaube ich, der letzte. Mittlerweile eine eigene Firma. Die erste Firma, die er gemacht hat, war Bright Future. Da hat er noch für Electronic Arts gearbeitet. Mittlerweile Winning Streak mit Sitz in Köln. Und ein eigenes Projekt. Er hat seine alte Mannschaft, sein Team zusammengetrommelt als Teamkapitän und hat einen Oldschool-Fußballmanager wieder rausgebracht, genau im Geist der vielen, vielen Fußballmanager, die er vorher schon gemacht hat. Der Erfinder der Fußballmanager hat sich gedacht, ich kann es immer noch. Und wir gucken uns an, ob es noch kann. Jetzt hier auf Twitch und nachher auf YouTube. Publisher ist THQ Nordic. Und es gibt zwei Versionen für das Spiel. Die eine Version, die es gibt, ist halt so eine internationale. Ihr seid bei WB Writing Bull. Normalerweise streame ich immer, ich streame jeden Abend auf Twitch, es sei denn montags in der Regel nicht. Und bringe die Aufzeichnungen auf YouTube und mache eigentlich so Aufbau- und Strategiespiele. Hab aber halt, bin halt glühender Fußballfan, gebürtiger Mönchengladbacher, prägt für den Rest des Lebens, kann ich. Ist halt so. Und habe diese Spiele früher rauf und runter gespielt. Ich habe die geatmet. Ich habe Monate meines Lebens sinnvoll, sinnlos, ich weiß es nicht, damit verschwendet, solche Spiele zu zocken. Und die Spiele von Gerald, damals als Fan, und kann sie jetzt euch zeigen. Und das freut mich sehr. Und ja. Und es gibt zwei Versionen für das Spiel. Das eine ist eine für den internationalen Markt. Die kann man auch in Deutschland kaufen, aber vor allem für den internationalen Markt. Die ist so mit Fantasienamen. Fantasienamen der verschiedenen Ligen, Spielernamen, Vereinsnamen und so weiter, wie man das von vielen anderen Fußballmanagern auch kennt. Die andere Version, die ist ein bisschen teurer. Die kann man sich quasi als DLC dazu kaufen zu dieser anderen Version. Das ist die Bundesliga-Version. Und die kann man nur kaufen, kein Scherz, in Deutschland und in... in Österreich, in der Schweiz und in China. Fragt nicht nach. Ist halt so. Die Bundesliga-Lizenzen gibt es in einem extra DLC, in einer speziellen Bundesliga-Edition in Deutschland, Österreich, Schweiz und in China zu kaufen. Und die liefert jetzt für die im Frauen- und im Männerfußball, das ist nämlich ja auch, finde ich toll, auch mit dabei, die Frauenligen sind auch mit dabei, die beiden oberen die deutschen Ligen, die oberen zwei deutschen Ligen mit den Originallizenzen und den Originalspielernamen, den Originalvereinsnamen, Wappen und so weiter und die beiden oberen Frauenligen aus dem deutschen Raum. Die sind alle drin in dieser Bundesliga-Version. Die ist ein bisschen teurer natürlich. Falls euch das Ganze interessiert, es ist jetzt ein Tag vor Release. Ich kenne noch nicht die finalen Preise von dieser Bundesliga-Edition. Ich habe rauf und runter recherchiert, ich habe sie nicht entdeckt. Ich habe eine Sache allerdings finden können und zwar gibt es bei Games Planet das Spiel ein bisschen billiger mit meinem Community-Gutscheincode. Der heißt, ich bilde mir persönlich ein, das ist der coolste Community-Gutscheincode, den ich mir bislang ausgedacht habe. Und er hört auf einen, wie ich persönlich finde, epischen Namen. Er heißt nämlich WB hebt das Abseits auf. Und er funktioniert zusammen mit meinem Shoplink bei Games Planet. Da bestehen bei der internationalen Edition die Preise, die ihr im Hintergrund seht. Shoplink findet ihr hier drunter. In der Textbeschreibung auf YouTube bzw. auf Twitch wird es gepostet. Die Bundesliga-Edition ist geringfügig teurer halt. Ich glaube 5 Euro teurer oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das am geschicktesten hinkriegt. Ich weiß, es geht technisch, dass man zum Beispiel die Games Planet Version kauft auf Games Planet mit meinem Code und da das Geld spart. Da bekommt man Steam Key, das ist auch völlig legal, die sind ja Vertragspartner von THQ Nordic, damit das Team wechselt und sich dann den DLC, den Bundesliga-DLC dazu kauft und obendrauf kauft. Ich weiß im Moment heute nicht genau, was billiger ist. Also ob es billiger ist, auf Steam direkt die Bundesliga-Edition zu kaufen oder diesen Umweg zu gehen mit meinem Code bei Games Planet und dann den DLC dazu. Das Endergebnis ist dasselbe. Eine der beiden Varianten ist die etwas preiswertere. Müsst ihr selber rauskriegen. Bei der Variante, wo Games Planet mit drin ist, verdiene ich ein bisschen mit auf Kosten des Shops. Natürlich und nicht auf eure Kosten. Was ist drin enthalten in We Are Football? Ein klassischer Fußballmanager, old school. Keine 3D-Darstellung von Spielen. Mm-mm. Was es gibt, sind zig Ligen in zig Ländern. Es gibt auch mit dabei einen Editor, den seht ihr im Hintergrund. Wenn man den startet, geht das Spiel auf und der Editor ploppt auf. Der sieht so ähnlich aus wie die Editoren, die man bei den früheren Spielen kennt. Und man kann alles,
alles bis ins Kleinste einstellen. Nicht nur jeden Verein, jede Mannschaft, jeden Trainernamen, jeden Sponsorennamen, zig Bilder, die man integrieren kann, Bilder der Sponsoren, die man haben möchte oder von was weiß ich auch. Es gibt ja auch diverse Internetseiten, wo Fans der Fußballmanager seit Jahren aktiv sind und wenn irgendwo so ein Fußballmanager von der einen oder von der anderen Firma rauskommt, dann greifen die zurück auf ihre Datensätze, auf ihre Fan-Datensätze, die die pflegen. Und kaum ist der raus, gucken die sich das an, schnappen sich den Editor und schaufen da ihre Daten rein und laden das dann hoch und stellen das unentgeltlich zur Verfügung und hoffen, dass dann die Leute, die die Rechte haben, an diesen Namen nicht querschießen und sie keine Abmahnung bekommen. Privat könnte ich das, streamen könnte ich sowas jetzt ja nicht, dann würde ich mich auf sehr dünnes Eis bewegen. Deshalb spiele ich jetzt mit der Bundesliga-Edition und mit den Originalsachen, die es da so gibt. Aber als Hinweis, ist ja ein offenes Geheimnis. Also, wenn du den Editor benutzt, wahrscheinlich wenige Tage nach Release des Spieles, gibt's alles in einer noch umfangreicheren Edition, vermute ich, als dieser Bundesliga-Edition zum Runterladen. Und das wird dann auch funktionieren bei dieser internationalen Edition. Also ich weiß es nicht, ich kann es nicht versprechen und ich bin da auch nicht beteiligt, aber kann man überlesen, kann man sich zusammenreimen. So, wir machen Folgendes. Wir starten jetzt ein neues Spiel. Es gibt einen Hotseat-Modus, den kann man zu zweit machen. Zwei Leute nebeneinander können eine Saison durchzocken. Oder den Einzelspieler-Modus. Es gibt ein gut gemachtes Tutorial. Das ist echt gut, überhaupt das ganze Spiel sehr gut erklärt. Das Tutorial führt einen nach England. Da kann man Liverpool spielen. Und zwar übernimmt man die Mannschaft, weil der Trainer vorher halt nicht so erfolgreich war. Ich weiß nicht, irgendwas, Klammer auf, Klopp, Dunite, ich weiß es nicht. Also die Mannschaft war halt nicht so erfolgreich. Man geht dann rein, übernimmt die Mannschaft und hat dann 3 Spieltage Zeit, mit denen dann doch noch die Meisterschaft zu holen. Und das sollte auch eigentlich klappen. Aber lernt wird man so ein bisschen an die Hand genommen und lernt die wichtigsten Spielfeatures kennen. In einem sehr schönen Tempo. Cool gemachtes Tutorial, habe ich komplett durchgespielt, hat mir sehr gefallen. Kann ich euch empfehlen. Man kommt allerdings auch so ins Spiel rein. Man muss es nicht spielen, weil alles im Spiel super gut erklärt ist. Also jetzt vielleicht nicht das allerletzte Kleinstfeature. Manchmal sieht man mal so einen Eintrag und denkt sich, dieser Wert, was könnte er bedeuten? Und dann ist dieser letzte Wert vielleicht nicht erklärt, aber die Basics, die findet man erklärt und die findet man auch in einem Ingame-Lexikon. Zeige ich euch gleich, das ist echt gut. Wir starten ein neues Spiel. Wünsche euch ganz viel Vergnügen. Wir haben die Auswahl zwischen der Basis-Datenbank, das ist diese internationale Edition, und der Bundesliga-Saison 2021. Das heißt, wir laden jetzt mit dieser Bundesliga-Version uns die Datenbank, wie die oberen Ligen waren im Frauen- und im Männerfußball zum Start der Saison 2020-21, reisen zurück in die Zeit, eine Saison quasi zurück. Die nächste Saison wird nachgeliefert werden, die muss man sich auch nicht mehr kaufen. Wenn man diese Version hat, dann wird man im Herbst, da unten steht es auch, bekommt man nachgeliefert die Daten der neuen Saison, die demnächst startet. Die sind jetzt natürlich noch nicht enthalten, weil wir keine Glaskugel haben, die wir reingucken könnten und wissen würden, ja, wie die Mannschaften aussehen in den Ligen, was dann noch auf dem Transfermarkt passiert. Wir können spielen, die links seht ihr es, die Bundesliga ist drin enthalten. Und die zweite Liga ist drin enthalten und der Supercup ist drin enthalten, der Herren. Und auf der rechten Seite seht ihr den die Flyer-Alarme Frauen-Bundesliga und DFB-Pokal der Frauen. Damit starten wir. Wünsche euch ganz viel Vergnügen. Habe ich jetzt mit oder ohne? Ach Mensch, lieber nochmal, bin mir nicht ganz sicher. Jetzt bin ich dran. Jetzt wird die geladen. Ich war zu ungeduldig, ich habe den Ladebalken übersehen. Jetzt sind wir drin. Ich hoffe, stört euch nicht, dass ich mich Writing Bull nenne. Ich finde es persönlich irgendwie ganz passend. Ich habe mal einen Fantasie-Geburtstag eingestellt, den muss man eingeben. Geburtsjahr stimmt, ich weiß, alter Herr, aber der Rest, der ist jetzt rein fiktiv. Nicht, dass ich in Zukunft ab jetzt immer am 31. März Geburtstagskärtchen bekomme. Und es heißt, WB, Glückwunsch, dass du jetzt 59 geworden bist demnächst. Und so ist es nicht. Also das ist ein Fantasiegeburtstag. Bin tatsächlich in Mönchengladbach geboren. Rest passt auch. Deutsch und Englisch behaupte ich mal. Ich habe sogar meinen Lieblingsverein eingestellt. Alte Liebe rostet nicht. Und wir starten einmal. So, und jetzt haben wir 2 Möglichkeiten, wie wir mit dem Beginn... Ja, 31. März ist notiert. Vielen Dank, Jeremy, für nichts. Danke an Schnipsi. Bei dir aber schon. Danke für dein Abo. An Schnipsi. An Shari fürs Cheeren. Liebe Grüße an dich. Danke. Peace Master, danke fürs Abo verschenken. An den Schmetterfalken. Danke an den Squashkörper 93 fürs Cheeren. Blau Larry, danke dir auch fürs Abo, das du hier reingeworfen hast. Danke euch.
Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, wir starten. Entweder wir picken uns einen Verein aus. Wir sagen also, wir wollen aus irgendeinem dieser Länder, und es sind sehr, sehr viele Länder, eine bestimmte Mannschaft aus einer der oberen Ligen spielen. Die suchen uns dann aus. Und wenn wir dann irgendwann da scheitern, sprich, wenn wir nicht ganz so erfolgreich gespielt haben, dann werden wir gefeuert und dann bekommen wir neue Vereine angeboten, wo wir unsere Karriere fortsetzen können. Wie attraktiv, wie cool die Vereine sind, hängt davon ab, wie spät wir gescheitert sind bei dem Verein, bei dem wir vorher waren. Sind wir spät gescheitert, haben ein paar Meriten bekommen, dann sind die Angebote besser. Haben uns dagegen frühzeitig schon auf die Schnauze gelegt, weil wir nicht wussten, was die Abseitsregel ist, keine Ahnung. Dann sind die Angebote auch ein bisschen niederklassiger. Danke an Raymond fürs Cheeren. Ich würde aber gern was anderes machen, weil das finde ich irgendwie abenteuerlustiger und spannender. Soll man nicht das hier machen? Schaut mal hier. Wir machen eine realistische Karriere. Zuerst beantworten und da läuft gleich ein Rundentimer, Leute. Kein Scherz. Das Spiel, normalerweise können wir uns bei allem so viel Zeit lassen, wie wir wollen, aber gleich läuft ein ultra brutaler Rundentimer ab, wo ich Fragen, echt, ich muss Fragen zu meinem Fachwissen, meinem biografischen Hintergrund beantworten, teilweise so ernst gemeinte Fragen, teilweise so Joke-Fragen, muss innerhalb von wenigen Sekunden irgendwas anklicken und hoffen, dass dadurch meine Manager- oder Trainerfähigkeiten geboostet und nicht geschwächt werden. Stress pur, ich wisch mir prophylaktisch schon mal den Schweiß von der Stirn. Das würde ich gerne machen. Wir beantworten ein paar Fragen, also ich zu meinem Können. Ihr könnt euch schlapp machen darüber, was ich unter Zeitdruck falsch beantworte. Und dann bekommen wir drei Angebote von Vereinen, wo sich Gerald Köhler und sein Programmierer denken, ja, diese Lusche von WB, die ist etwa auf dem Niveau wie diese Vereine, die wir ihm jetzt vorschlagen werden. Ja? Wie bei den alten Spielen. Ganz genau. Eine Karriere machen wir. Ja, genau. Und das können wir immer machen. Fragen beantwortet, abgestänkert, sagen, oh Gott, wir haben einfach einen Neustart. Das geht immer. Aber wir versuchen nicht zu cheaten, Leute. Auf geht's. Drück mir die Daumen. Hoffentlich wird es eine lange Karriere. Und das finde ich auch sehr cool. Immer wenn man zum ersten Mal auf einen Bildschirm reinkommt, den man vorher noch nicht kannte, ploppt ein Kurztipp auf. Man kann auch sagen, ich will den nicht haben. Man muss nur irgendwo hinklicken, dann ist der wieder weg und die sind echt hilfreich. Wenn man die Partie nochmal startet, sind die wieder neu da. Das wird automatisch resettet. Man kann sie aber auch immer ausblenden. Ich spiele natürlich mit, weil wir sind ja alle neu hier. Jetzt. So, haben Sie selbst Fußball gespielt? Ich war Profi im Amateurbereich. Ein guter Jockey muss kein Pferd gewesen sein. Ich flunkere mal, ich war nämlich ein Pferd, nur ein Jockey. Ich behaupte mal, ich wäre Amateur gewesen, aber ich habe auf dem Schulhof immer mit Klassenkameraden gespielt, da war ich ein Amateur. Was war Ihr größter Erfolg? Also drunter geht's nicht. Ich behaupte zweite Liga, drunter geht's nicht. Ich muss lügen und schwindeln. Eher Kämpfer oder eher Techniker? Ich habe eher verdeckt operiert. Ich glaube, also Techniker wäre echt eine Lüge. Kämpfer bin ich immer. Habe eher verdeckt operiert. Ich glaube, da war die Oberlusche, ne? Soll ich der Wahrheit Ehre geben und sage, ich war verdeckt operiert? Komm. Wären Sie ein Abstiegskampf nervt? Ja, und natürlich. Abstiegskampf ist nichts. Man wird ständig auf der Straße angequatscht und bekommt schlechte Laune. Ich lege Wert darauf, erst gar nicht in eine solche Situation zu kommen. Man wächst da rein. Ja, das ist doch ultra cool, komm. So, wie viel Berufserfahrung haben Sie außerhalb des Aktiven? Ich bin schon pensioniert, gehe noch in die Schule. Ich habe viele Jahre gearbeitet, das passt. Ich bin ein alter Herr. Sind Sie eher Trainer oder eher Manager? Ich glaube, ich bin eher Manager. Ich finde eher diesen Wirtschaftspart spannend. Beides. Sollen wir lügen und behaupten beides? Was soll ich lügen? Trainer oder Manager? Schneller, Trainer, komm, helft mir doch. Coacht mich doch. Helft mir doch. Einmal Manager. Beides. Oh, das war knapp. Welche Note hatten Sie beim Trainerlehrgang? Oh. Beim C-Schein gibt es keine Note, muss ich ihn noch nachholen. Wir sagen irgendwo in der Mitte. Wir wollen nicht flunkern. Ja, eine 2. Wir machen einmal auf Baerbock Light. Eine 2. 85 Minuten sind gespielt, Sie führen 1-0. Bringen Sie einen extra Verteidiger. Ich bringe einen extra Verteidiger. Es bringt statistisch nichts, die Defensive bei der Führung zu stärken. Meine Mannschaft bringt das über die Zeit, das mache ich vom Gegner abhängig. Ich mache das vom Gegner abhängig. Ich habe nicht. Auswärtsreisen einen negativen Effekt auf die Leistung. Man sitzt doch da bequem. Wollen Sie Ihre Karriere lieber sauber aufbauen oder rein ins kalte Wasser? Ich möchte ihn von der Pike auf lernen. Ich will einen unterklassigen Verein haben. Ich will mit einem niedrigen Verein anfangen. Ich will vierte Liga haben. Waren Sie schon mal im Fernsehen? Ja, ich war schon mal im Fernsehen.
Aber klar, das ist quasi mein Wohnzimmer. Einmal kurz im Hintergrund, ob man Medienkompetenz hat. Wir haben Medienkompetenz. Ich bin hier im Fernsehen. Mama, ich bin im Fernsehen. Bei Twitch. Was werden Sie an Ihrem Beruf besonders lieben? Also da bekommt man einen Sonderskill. Ich verhandle gerne hart. Da hat man extra Fähigkeiten beim Verhandeln. Stimmt sogar. Was sind die häufigsten Ausfallgründe bei Fußballern? Ach, das ist Fachwissen. Knieprobleme aller Art, Wadenverletzungen, glaube ich, ne? Faserrisse, Zerrungen, Erkältung, Grippe. Ich vermute, es sind Erkältungen, ne? Ich hoffe, das stimmt. Nehmen wir an, ich kann nicht in den Chat gucken. Wir haben Delay. Nehmen wir an, ein Spieler verliert seinen Schuh, nimmt ihn in die Hand und trägt damit den Ball ins Tor. Was? Wie? Wo? Was? Nein, das gibt's doch gar nicht. Hä? Ich war überfordert. Was war denn das? Ich habe noch nicht mal klicken können. Was war denn das? Kompetenz geht immer weiter runter. Oh Gott, war das ein Stress. Also echt, wenn das mal... Das ist ja unfassbar. Übrigens, die Fragen sind jedes Mal andere. Das sind nicht jedes Mal dieselben Fragen. Ich habe das schon mal gemacht. War Erkältung ist die Kompetenz um einen Stern gefallen? Oh Gott, wie furchtbar. Ich bin fix und fertig, Leute. Vielen Dank. Wir geben das alles jetzt in einen Computer. Dann haben wir den perfekten Club für Sie, WB. Sportliches, Kompetenz. Ach, das geht doch, Leute. Von den Werten her, das ist doch okay. 3 Sterne im Mittelfeld von 5. Fannähe hoch, Persönlichkeit. 5 Punkte. Wirtschaftskompetenz geht so. Ach Leute, das ist doch okay. Gibt Schlimmeres. So, Ferl. Oh Gott, wo liegt Ferl? Aus Westfalen-Lippe, glaube ich, ne? Oder Norddeutschland. Niedersachsen ist Ferl, glaube ich, ne? Ferl oder Werl? Also was ist das für ein Verein, wo ich noch nicht mal den Städtenamen sauber aussprechen kann? Das ist, glaube ich, in Niedersachsen, ne? Irgendwo so zwischen Bielefeld und Hannover, halbe Höhe. Werl ist eine Stadt im Nordosten Nordrhein-Westfalens, 50 Kilometer südlich von Bielefeld. Ach, Bielefeld gibt's doch gar nicht. Was erzählst du denn da? Meine Heimat, OWL. Im Chat werden OWL-Lieder ange... Bei Gütersloh. NRW. Ja, Werl. 3. Liga. Also im Ernst, ich würde lieber in der 4. anfangen, ohne Scheiß. Mir wäre 4. Liga lieber. Stadion ist da. Okay, da. Was meint ihr? Sollen wir verhandeln oder sollen wir gucken, was sonst noch kommt? Chat, ganz schnell. Ja, nein. Wir haben noch 2 andere Angebote. Ja, nein. Werl. Ja, nein. Ja, nein. Nicht ablehnen. Das ist zu kompliziert. Es sind zu viele Leute da. Wir haben fast 1000 Zuschauer, Leute. Ich kann nur Ja oder Nein reinschreiben. Ja oder Nein. Ja oder Nein. Ja oder Nein. Wenn hier jemand schreibt, vielleicht. Oh, nein. Ihr wollt wirklich 4. Liga, ne? Im Ernst, ich will lieber in der 4. Liga. Ich guck mal, notfalls mache ich das nochmal und gebe schlechtere Antworten, damit wir in die 4. Liga dürfen. Wir wollen in die 4., ne? Also ihr wollt auch alle Nein, komm. Ostwestfalen-Lippe stimmt für, wenn wir so weitermachen, dass die Leute aus der Region, alle Ostwestfalen-Lippener, jetzt immer abstimmen mit Ja und der Rest der Menschheit mit Nein, dann wird das in jeder Situation sein. Danach kommt Baden-Württemberg, dann sagen alle Leute rund um Stuttgart, ja, mach das, und alle anderen sagen Nein. So kommen wir ja nie zu Potte. Ich will 4. Liga. Ich will 4. Liga, wir lehnen ab, Leute. Ahlen in Westfalen. Da kommt der Ausdruck Ahlen auch. Nee, stimmt gar nicht. Baden-Württemberg, 4. Liga Südwest. Große Kapazität, das ist cool. 4. Liga, da haben wir doch 4. Liga. Das können wir machen. Stadion in Ahlen, 15.000 Kapazität, Teamstärke relativ hoch. Da können wir eventuell sogar aufsteigen. 26 Spieler, einen ganz guten Durchschnittswert, kann man machen. Mitarbeiter gibt schon da. Präsidium mischt sich nicht ein. Ansehen geht so. Es gab starke Widerstände im Verein gegen ihre Verpflichtung. Ach komm, wieso denn? Ahlen ist okay. Also im Chat, Ahlen ist ein NRW, Ahlen, das ist Ahlen, genau, das Ahlen mit H ist ein NRW und das ist Ahlen, das so ist wie die Forelle, also mit AA. Ja, wieso ablehnen? Gut, also wenn die Leute, die Nein sagen, jetzt mal warum? Ihr könnt nicht warten, bis eure Region kommt. 90% der Leute sind immer gegen die Region, die sie sehen, weil sie sich ihre Region und ihre Religion dann erhoffen. So können wir nicht zu Potter. Komm, das machen wir. Ihr wollt das letzte Angebot noch sehen. 4. Liga machen wir. Ein Wort mit 2 Vokalen nacheinander ist Quatsch. Tautarul, vielen lieben Dank für diesen Kommentar. Das ist der Höhepunkt bislang gewesen im Stream. Niemand soll sagen, wir haben keinen Fußballsachverstand. Danke. Vielen lieben Dank an dich. Da kommen wir neben das.
Der Verein steht nicht hinter mir, bei ihr steht doch hinter mir, oder? Wenn ihr hinter mir steht, reicht das. Leute, ganz im Ernst, der Verein hat wie viele Mitglieder? Das steht doch hier sicher irgendwo. Wenn ihr alle da eintretet, haben wir die Mehrheit. Wir sind im Augenblick 986 Leute auf Twitch. Wenn ihr alle eintretet in den Verein, dann lasse ich mich zum Präsidenten wählen. Dann sind wir unentlassbar. Dann können wir nicht gefeuert werden. Wir nehmen das hier, komm. Markus Reus kam von Dortmund Gladbach. Nee, der kam von dem Aalen mit AHA. Wir nehmen das hier, Leute. Oh, wir müssen noch wählen, ne? Wir müssen noch einmal verhandeln mit denen. Ich hätte gerne um ein Jahr kürzeren Vertrag. Der läuft ein Jahr. Nee, wir starten im Sommer 2020. Der Vertrag würde laufen 2 Jahre bis 2022. Gehalt, Saisonziel, Prämie, Titelprämie ist mir Schnuppe. Hätten wir gerne einen kürzeren Vertrag. Ich wüsste nicht warum. Einen längeren auch nicht. Wenn ich gehen würde, darf ich das jederzeit. Das wird den Fans nicht gefallen. Aber dann können wir notfalls, falls wir sagen, nee komm, allen ist doof, wir wollen weg. Vorher schwören wir aufs Trikot. Unser Herz gehört dem Verein. Auf ewig Aalener werden wir schwören. Dem Augenblick, wo die Fotos gemacht werden für die Lokalpresse. Aber im Vertrag steht drin, wenn ich gehen will, darf ich das jederzeit. Einverstanden? Wie im echten Leben, Leute. Wie im echten Leben. Einmal annehmen. Wir werden begrüßt. Ihre neuen Kollegen haben zur Begrüßung einen Blumenstrauß und eine Flasche Sekt auf ihren Schreibtisch gestellt. Bei den Fans ist man sich einig, dass die großen Alternativen auf dem Trainermarkt derzeit fehlen, sodass man ihnen eine Chance geben sollte. Sehr charmant formuliert, wenn ich den Lokalredakteur erwische, der so einen Mist schreibt. In Kürze werden sie dem Team vorgestellt und können den Spielern sagen, was sie erwartet. Okay, gut. Viel Glück bei dieser Aufgabe. Sollen wir mal gucken, wie das Stadion aussieht? Blick aufs Stadion. Cool. Es regnet. Also wenn ich das gewusst hätte, wäre ich da nicht hingegangen, dass es hier regnet im Stadion. Dann hätte ich irgendwas anderes genommen, wo es weniger regnet. Oder meinte, es könnte wieder aufhören mit Regnen. Das ist unser Stadion. Wir können auch reingehen, hin und her. Wir können auch auf Rasenhöhe uns das Ganze angucken. Es gibt nachher einen 2D-Editor, wo man Veränderungen reinpacken kann. Und dann kann man sich das sofort in 3D angucken. Wir haben einen Verein für sportliche, einen Etat für sportliche Verpflichtungen und einen für Stadionausbau und Mitarbeiter und so weiter. Ja, Leute, Flutlicht scheint da zu sein, Dach auch und eine alte popelige Anzeigetafel. Wo ist? Und hier werden wir gleich sitzen, am Spielfeldrand. Von da aus werden wir unser Team anfeuern. Und so sieht's aus. Und das sieht unser Gelände aus. So sieht die Umgebung von Aalen aus. Mitten im Wald, gelegen in Baden-Württemberg. Ein großer Parkplatz, jede Menge Gebäude, ein paar. Es kann auch viel größer werden. Die werden, glaube ich, zufällig platziert, wenn man die baut. Es gibt da auch keine Effekte, dass man sich überlegt, auf welchem Bauplatz werden die platziert. Das ist egal. Aber alles, was man kauft und baut, das entsteht dann hier. Das sieht so aus, als hätten wir 2 Trainingsplätze. Das ist, glaube ich, der Anschluss für die Fans, wenn die zum Stadion kommen. Der Parkplatz, ich vermute mal. Und das hier, was ist das hier? Trainingshalle? Ich weiß nicht. Vereinscenter, Verwaltungsgebäude. Das ist noch ein Trainingsplatz. Wo ist denn unser Stadion? Das ist, glaube ich, außerhalb, ne? Das sieht mir nach 4... Leute, wir haben 4 Trainingsplätze. Vielleicht haben wir sogar einen für die zweite Mannschaft, einen für die Jugend oder sowas. Die scheinen echt Geld zu haben. Sehr cool, das nehmen wir. Einmal raus. Und dann nochmal gucken, Marktwert des Teams 8,5 Millionen, durchschnittliche Qualität 4 Sterne, das ist bis zu 15 Sterne. Das fängt an, alles schwarz wäre 0 Punkte Stärke und immer wenn man so einen Bronzepunkt dazu bekommt, ist ein Stärke mehr. Das heißt, das bedeutet 4er Stärke des Teams. Dann, wenn man die 5 Bronze voll hat, dann kommen so die silbernen Punkte und dann auch 5 und dann die goldenen bis zu 15 und das gilt für alle Rubriken, also Spielstärke oder des Teams von Einzelleuten, was auch immer. Das ist die Währung, wie man das hier bemisst, wie stark jemand ist. Stadion Aalen, Zuschauerschnitt 2,2, Bankguthaben, Marktwert des Teams 8,4 Millionen, viele Mitarbeiter, Wirtschaft unterstützt uns, alles gut. Wie geht's weiter? Trainingsbeginn. Leute, heute beginnt die Vorbereitung auf unsere Saison 2020-2021. Der Urlaub der Spieler ist beendet. Alle blicken in erwartungsfrohe Gesichter, die gespannt auf das erste Training unter ihnen erwartet. Lauft, Leute, lauft, bis ihr kotzen. Also, alles später. Erstmal mit allen ein freundliches Schwätzchen halten. Wir bekommen Aktionspunkte zum Start. Das sind deren 4, die beeinflussen,
die beeinflussen, was wir machen können. Also wie viele Aktionen pro Woche wir machen. Das klingt nach ein bisschen Einschränkung einer offenen Spielwelt, aber es ist eine coole Sache, weil man sich da nicht komplett verzettelt. Und man kann damit auch bestimmte Vorteile sich holen, auf Risiko. Also mir gefällt das Spielfeature. Zu Beginn des Spiels und später bei Erfolgen bekommen wir Aktionspunkte. Damit können wir gezielt einzelne Spieler fördern oder bei Verhandlungen mal, wenn wir um einen Topspieler balgen, uns einen Vorteil holen und so weiter. Mit 4 Aktionspunkten starten wir. Und das da oben, schaut mal oben links in der Ecke, das ist unser Fortschritt als Manager. Wenn wir 50 Managerpunkte haben, dann können wir eine Stufe weiterschalten und so weiter. Dann werden uns Skills freigeschaltet und auch einmalige Boni. Vierte Liga Südwest. So. Das ist alles? Das ist alles? Das ist alles? Das ist ja ein winziges Budget. Damit müssen wir auskommen. Ich habe heute den Tag über ein Testmatch gemacht. Das war mit Bergisch Gladbach. Der Verein war deutlich schlechter. Das war vierte Liga Nordrhein-Westfalen, vierte Liga West. Aber das war so über den Daumen. Das Achtfache an Budget stand uns zur Verfügung. Wir handeln. Wir haben Aktion. Wir verhandeln, Leute. Wir verhandeln. Wir versuchen, das Budget hochzutreiben. Wir versuchen mehr. Das ist das Vereinsbudget, das ist das Budget für Team und Transfers. Aber das Präsidium mag uns natürlich weniger. Die Verhandlungspunkte sinken auch ab. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen Verfügungsmasse. Wir müssen bessere Spieler kaufen. Ich gebe mal einen Aktionspunkt aus. Unser Ziel ist Platz 1. Na toll, das heißt, ich werde gefeuert, wenn wir nicht Meister werden. Und das mit dem Transferbudget wäre ich bloß woanders hingegangen, nach Werl zum Beispiel. Das ist ja unfassbar. Wir setzen mal einen unserer Aktionspunkte ein. 2 neue Verhandlungspunkte. Sollen wir das absenken oder sollen wir das Budget ändern? Budget gibt... Ach, das ist ja kaum Unterschied hier. Guck mal hier. Oder sollen wir das den Platz senken? Wir brauchen Budget, Leute. Mehr, kann ich noch einen Aktionspunkt einsetzen? So? Boah, Präsidium mag uns nicht. Platz 3 und 91.000, was meint ihr? Können wir das so machen? Wir werden haufenweise Leute verscherbeln müssen. So ein teurer Kader und so wenig Budget. Noch mehr Aktionspunkte gebe ich nicht aus. So, jetzt geben wir unserem Team ein paar Regeln an die Hand. Ja, ich würde kündigen. Kaum eingestellt. Ich habe ja gesagt, ich will jederzeit gehen können. Das ist jetzt der Fall. Beliebtheit der Spieler. Bei den Spielern sind wir sehr beliebt, beim Präsidium jetzt nicht mehr. Das Alter spielt keine Rolle für mich. Ich setze auf Erfahrung oder ich setze auf die Jugend. Bei mir spielt jeder. Hauptsache er ist gut. Wir hätten uns auch Frauenfußball spielen können. Habe ich deshalb nicht gemacht, weil da kenne ich mich weniger aus einfach mit. Das Alter spielt keine Rolle. Training ist nur ein Faktor. Jeder kann sich im Training anbieten. Der Trainingseindruck entscheidet. Da geht es darum, ob wir mehr nach der aktuellen Form der Spieler auch unsere Leute auf den Platz einsetzen. Das ist ein bisschen heikel, weil wenn wir zum Beispiel einstellen, der Trainingseindruck entscheidet, dann, wenn wir dann einen Spieler nicht einsetzen, der eine super Form hat, aber einfach zu schwach ist, dann werden wir kritisiert und stehen doof da. Ein Mittelweg ist immer gut. Formschwache, formstarke Spieler zu boosten ist auch ein Vorteil, weil dann skillen die sich schneller hoch, habe ich gelesen. Wir machen mal den Mittelweg. Jeder bekommt bei mir seine Chance. Wir rotieren viel. Ich bin unter Druck. Ich muss mindestens den dritten Platz holen. Stammelf, wir machen mal den Mittelweg. Wir wollen uns mittelfristig verbessern und wir wollen eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive. Ja, komm, wir machen das so. Da können wir noch so Sonderdinge machen. Aus jedem Jugendjahrgang muss es ein Spieler schaffen. Das ist, glaube ich, eine Sache. Damit setzt man sich zwar unter Druck, man bekäme aber auch Vorteile. Ich weiß nicht was. Wenn man das Ziel erreicht, dass man dann eine Sonderbelobigung bekommt, irgendwas in der Art, müssten wir uns überraschen lassen. Ich glaube, ich würde... Also ein Spieler aus jedem Junker, wir können da jeweils einen hochziehen. Dann haben wir einen Boost, die Leute lieben uns mehr. Das machen wir da sowieso, oder? Und einen Spieler schaffen, das heißt doch nur, dass man einen hochzieht. Wir haben 2 Jugendjahrgänge, holt man jeweils einen hoch in Kader. Kann man doch machen, komm, das kriegen wir hin. Als erster müssten wir eigentlich offensiv spielen, ne? Sonst haben wir keine Schnitte, ne? Komm, wir spielen offensiv. Wir spielen offensiv. So, alles klar. Offensiv spielen, mittelfristigen verbessern, kurzfristiger Erfolg. Wir brauchen kurzfristigen Erfolg. Die feuern mich sonst.
offensiv kurzfristiger Erfolg, mittelfristigen verbessern. So machen wir das, komm. Jetzt müssen wir die Rückennummern, jetzt schon die Rückennummern zuweisen, damit die Trikots gedruckt werden können. Dann sehen wir, dass unsere Leute, die sind wirklich relativ fit. Das ist die Stufe 5 überwiegend. So können wir die sortieren und das ist der Stärkewert. Der Stärkewert bemisst sich nach dem nach der Grundstärke der Spieler in Kombination mit der aktuellen Form, die die haben. Daneben stehen Fähigkeiten. Die blauen und die grünen sind gute Fähigkeiten. Die grünen sind besonders gute, die blauen sind so ein bisschen gute. Die gelben sind Negativfähigkeiten und die roten sind richtig fette Negativwerte. Hier stehen, wenn die Verträge auslaufen, wir können Rücknummern zuweisen. Die Leute haben immer eine Hauptposition und manchmal auch eine Nebenposition. Da kann man die auch spielen lassen. Da sind die nicht ganz so fit wie auf der Hauptposition. Geht aber auch. Jetzt können wir die einmal durchsortieren und wir können schon mal, wisst ihr was, wir können schon mal grob gucken, wie unsere Mannschaft so aussieht. Wir sortieren mal nach Positionen. Haben wir einen guten Tor? Wir haben nur zwei Torwarte. Beide sind etwa gleich gut. Das scheint der etwas bessere zu sein. Bei schlechterer Form denselben Stärkewert und ist jünger. Der kann sich eher entwickeln. Den nenne ich Numero 1. Der bekommt die Rücknummer 1. Den geben wir mal die 20. Drauf zur 30. Dann brauchen wir noch die Verteidiger. Zwei gute Innenverteidiger. Das ist ein guter Innenverteidiger hier. 21 Jahre jung. Dem geben wir mal die 2. Jetzt müssen wir erstmal die 2 woanders suchen. Also er kriegt die Nummer 2. Das ist ein guter Innenverteidiger. Der hat einen 4er, 6er Wert. Kann auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Wir haben im defensiven Mittelfeld allerdings auch andere Leute. Der ist auch gut. 35 Jahre schon alt. Wahrscheinlich der Mannschaftskapitän. Dann machen wir mal die 3 woanders hin. Und geben ihm hier die Nummer 3. Dann haben wir noch einen... Das ist auch ein halbwegs fitter Innenverteidiger und relativ jung. Dann gebe ich ihm die 4, der darf hinten spielen. Dann gehen wir mal auf die Flügel. Linker Flügel, LAV heißt linker Außenverteidiger. Wir haben keinen linken Außenverteidiger. Wir haben nur Innenverteidiger. Wir können gar keine richtige Kette bilden. Wir haben zwei rechte Außenverteidiger, aber keinen linken. Im Mittelfeld stehen auch keine Leute, die LAV sind. Ich bin entsetzt und schockiert. Danke an Herrn Rabe für dein Abo und lieben Dank an Gaucho für deines fürs Elfte. Oben ist einer. Da sind die oben. Gott sei Dank, Leute, echt. Mir rutscht das Herz in die Hose. Danke fürs Mitdenken. Ich habe zwei Scouts entdeckt im Chat, die es eben gepostet haben. Das ist sogar ein sehr guter linker Außenverteidiger. Dann geben wir ihm die 5. Wer ist im Augenblick 5? Im Augenblick ist die 5 der hier. Den packen wir ein bisschen nach oben. Und er ist dann die 5 links außen. Dann suchen wir noch einen guten. Ach, der ist ganz schwach, der kommt weit nach oben. Dann haben wir noch einen guten auf der rechten Seite. Wir haben rechts eine Schwäche. Schaut mal hier. Der rechte Außenverteidiger ist alt und langsam und ist bei Ecken schwach. Aber wir müssen ja mit irgendjemand arbeiten. Dann begeben wir ihm mal die Zahl 6 gleich. Der 6er ist der hier gleich. Da haben wir schon, da können wir uns gleich schneller orientieren. Mit dem können wir dann operieren hier. Als Sechser. Habe ich die vertauscht? Das ist der richtige. So. Jetzt schauen wir nach defensivem Mittelfeld. Da haben wir gleich zwei gute. Da kann man gut aus der Defensive spielen und kompakt im Mittelfeld. Wie Finn Jeschke und Matti Hug. Ja, beide relativ jung, beide etwa gleich gut. Das ist eventuell der leicht stärkere, aber bei schwächerer Form etwa gleich gut und jünger. Das wird unser Stamm-DMler. Dann nehmen wir mal die Nummer 7. Den packen wir ein bisschen weiter rauf. Und das ist unser einer, den wir einsetzen. Dann nehmen wir noch einen zweiten guten. Den geben wir mal die 8, wenn die frei ist. Der soll neben ihm stehen. Und dann brauchen wir noch einen guten auf dem linken Mittelfeld. Das ist ein guter auf dem rechten Mittelfeld. Das ist der beste auf dem linken Mittelfeld. Das ist zentrales Mittelfeld. Und das ist ein Allrounder. Die sind immer wertvoll. Die können alles machen. Für alle Positionen gut. Das würde ich fallen. Den Neuner packen wir mal nach oben. Dann nehmen wir den Allrounder hier auf jeden Fall mit rein. Mit einer niedrigen Nummer. Dann haben wir hier den linken Mittelfelder 3-4. Das ist nicht so stark. Dann haben wir hier noch rechtes Mittelfeld. Der kommt hier hin. Dann brauchen wir auf jeden Fall hier unten noch
gute Stürmer. Das ist ein linker Außenstürmer, der richtig fit ist. Dann stehlen wir. Irgendwo hatten wir einen, der relativ schwach war. Das war der, den gehen wir weiter nach oben. Der ist eh weiter oben. Den hier. Das ist ein guter Stürmer hier. Rechts außen. Der bekommt diese Nummern. Links außen hatten wir den hier. Lassen wir die Plätze tauschen. Das ist ein super guter linker Außenstürmer. Das ist die 11er. Das ist ein super guter rechter Außenstürmer. Der hat die 12er. Da brauchen wir noch mindestens einen guten Stürmer in der Mitte. Und da haben wir keinen. Keinen einzigen guten. Leute, wir müssen gleich wahnsinnig auf die Transferliste drauf gehen. Wir haben nur einen halbwegs passablen Stürmer. Das ist Ferdinand Bäumler. Da haben wir noch ein paar Luschen. Den geben wir mal ganz hohe Nummern. Damit wir da nicht nachdenken müssen. Sortieren die einmal nach der Stärke durch. Dann merken wir schon mal, die können wir gleich alle verkaufen. Ja, gleich. Tut mir leid. Oder das sind Jugendliche. Die kann man nicht gleich verkaufen. Die kann man nicht gleich. Dann gebe ich denen mal die 30er. Und die wir auf jeden Fall verkaufen wollen, den geben wir die 40er. Ach, der ist auch so jung. Und die anderen hier, die sind alle halt nicht so fit. Aber so sollte es in etwa klappen. So machen wir das. Eins weiter. Kinderhandel, ja. So, jetzt beginnt unsere Arbeitswoche, Leute. Auf geht's. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, wir arbeiten viel mit Mitarbeitern. Die Mitarbeiter schlagen uns Schwerpunkte vor für die Termine, was wir in dieser Arbeitswoche machen könnten. Und hier schlagen die uns Finanzen und Sponsoren vor. Das heißt, wir sollten viele Sponsorentermine machen. Macht ja eigentlich Sinn. Ich vermute mal, dass das eigentlich zu früh kommt, weil wir genug. Es könnte sein, dass wir noch keine Bandensponsoren haben. Die Hauptsponsoren werden wir wohl haben. Wir lassen das mal drin. Und wir sind zu Beginn der Saison. Die Leute müssen Fitness trainieren ohne Ende. Die kommen aus dem Urlaub zurück, lasch und ausgeruht mit hohen Frischewerten. Müssen jetzt erstmal Konditionen bolzen. Das heißt, wir machen mal als Voreinstellung. Wir wollen gleich eine Fitnesswoche vorgeschlagen bekommen beim Training. Können wir nachher noch überschreiben. So, jetzt könnten wir wir haben nur noch zwei Aktionspunkte. Die würde ich gerne behalten für die Verhandlung gleich. Wir könnten einen Aktionspunkt ausgeben, um alle, die es im Spiel gibt, alle, die wir trainieren, die trainieren ihre spezifischen Eigenschaften, um die alle um 2% mehr ihrem Ziel sich zu nähern. Oder wir könnten einen um 10% boosten. Beides machen wir nicht. Ich will die beiden Aktionspunkte erstmal auf Halde behalten. Darauf verzichte ich hier. Wir fördern im Augenblick also gar keinen besonders. Wir können einen einstellen, wo wir denken, der ist vielleicht kurz davor, besonders gut zu werden. Der ist eh ganz oben. Was war denn unser Top-Spieler irgendwie? Na, jetzt fehlen uns hier die Infos. Wisst ihr noch, wer der Beste war? Wir können auch einen unserer Torwarte boosten. Die waren, glaube ich, beide gleich gut etwa. Ne? Wir boosten den mal hier. So, Henry Dörfler. Wer war der Beste? War Dörfler der beste Torwart? Winkel ist der beste Torwart. Dörfler? Wer war der Beste? Winkel war einer unserer besten Spieler. Dörfler war gut. Dörfler ist hier. Dann boosten wir Dörfler. Alles klar. Aber wir geben keinen Aktionspunkt dafür aus. Eins weiter und hier rein. Gut zu wissen. Jetzt können wir uns einen Überblick über den Verein verschaffen. So sieht unsere Zentrale aus. Unten seht ihr in der Liste, dass wir in jeden dieser einzelnen Bereiche reingehen können. In ganz vielen Bereichen gibt es so Voreinstufungen. Also dass standardmäßig aktiviert ist, dass der Co-Trainer oder ein Co-Manager, dass man dem Aufgaben delegieren kann. Da kann man Häkchen setzen, dann kümmert er sich um viel Kleinscheiß. Das kann man machen, man muss das aber nicht machen. Und das ist, finde ich, gerade so zum Start, wenn es erstmal so geht, dass wir uns so einen Überblick verschaffen wollen, finde ich das okay, dass wir mal viele Aufgaben delegieren, damit wir so einen guten Überblick bekommen, was wirklich wichtig ist. Aber man kann alles auch selber machen. Und wir gehen jetzt alles der Reihe nach einmal durch. Von der Zentrale aus können wir auf die wichtigsten Sachen schon zugreifen. Und das sind so die kleinen Sachen, die wir machen. Und dann gehen wir eine Runde weiter und gehen jetzt einmal quer durch den ganzen Verein durch. Wollen Sponsoren uns an Land holen, das Training einstellen, nochmal unsere Mannschaft coachen, uns das Training, die Taktik anschauen, was für unsere Spieler die coole Taktik, beste Taktik wäre. Wir müssen unbedingt schauen, wen wir verkaufen, wen wir kaufen, wo wir schwach aufgestellt sind, wo wir in der taktischen Aufstellung so echt eine Lücke haben, dass wir dann einen anderen Spieler bekommen, vielleicht irgendeinen schlechten oder mäßig guten, aber sehr jungen Spieler verkaufen, damit wir uns eher einen älteren holen, der ein bisschen besser ist und nicht mehr viel wert ist, aber auf dem Transfermarkt, damit das Präsidium uns nicht feuert, wenn wir keinen Aufstieg schaffen. Irgendwas in der Art. Machen wir gleich alles.